Hallo und herzlich willkommen zu Tasting Buddies. Ich bin Martin. Die ersten 8 Tage sind vorbei, nachdem wir die beiden Fässer hier mit Whisky befüllt haben. Das eine mit Bowmore, das andere mit einem Glenfarclas 105. Und es ist an der Zeit, dass wir probieren, ob da sich schon eine Entwicklung getan hat und wie der Stand der Dinge ist. Ob das schon gescheitert ist, das Projekt, oder ob wir das noch fortführen. Ja, heute bei mir ist auch Martin, den hört er, ist die Stimme aus dem Off. Hallo. Und wir werden das jetzt mal hier probieren. Wir fangen an mit dem Bowmore mit Shiraz Finish. Also er hat eine durchaus rötliche Färbung bekommen. Der ist also normalerweise ist er dunkel bernsteinfarben. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das, dass er... hier ist es. Dass er etwas rötlich geworden ist. Also riecht auch ein bisschen nach Traube, finde ich. Fruchtig, sehr fruchtig. Tja. Also wesentlich dunkler von der Farbe, finde ich den, wenn man den mal sich genau anguckt. Ja, doch. Ja. Durchaus. Aber ich finde auch dieses Raucharoma diese Rauchnote ist nicht mehr so. Der ist süßlicher geworden. Süßlicher, ne? Wesentlich süßlicher. Dann probieren wir doch mal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Also Rauch ist noch da, fruchtig, dann kommt der Rauch und dann der Abgang ist. Erst Bowmore typisch und dann kommt der Shiraz. Der Shiraz. Aber auch noch eine andere Note, die vielleicht. Ich würde das ein bisschen barrique-mäßig, aber ein moderiges. Ich finde, der ist sehr. Ja. Also, ich denke, das müssen wir schwer beobachten. Es ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen in der Schale, in die Schale getropft. Das Shiraz ist wohl dickflüssiger als der Whisky. ich das nochmal zumache hier. Also, da ist deutlich mehr jetzt an Auslaufspuren als vorher. Ich finde den von der Nase echt nicht schlecht. Ja, dadurch, dass ich ja nun den Shiraz vorher und nachher kenne, ich vermute, dass sich jetzt auch schon die ersten Stoffe aus dem, also dass sich noch weitere Bitterstoffe aus dem Holz oder aus den, ja, was auch immer zwischen den Brettern noch verbastelt ist, sich löst. Wahrscheinlich der etwas nicht definierbare Geschmack im Abgang. Ne? Genau. Also ich denke, das müssen wir mal da ein bisschen beobachten. Ja, das ein spannendes Experiment mit ungewissem Ausgang. Definitiv. So. Kommen wir zum Spannenderen. Zum Glenfarclas 105 im PX-Fass. Das ist auch das etwas ernstere Projekt. So, da haben wir eine neue.
ist schon von der Farbe heller, ne? Ja, der ist also von der Farbe meines Erachtens wie ein Glenfarclas noch, 105. Riecht aber deutlich anders. Ja. Ich habe jetzt hier nur noch die Außenverpackung. Also man merkt immer noch, dass der sehr alkoholisch ist. Also trotz der, was hat er, 60%? 60% hat er, ja. 60% finde ich, trotz der Lagerung hat er immer noch einen guten alkoholischen Geruch. Ja, aber ordentlich, süßer. Den PX hat er schon ordentlich, ja, angenommen. Finde ich vom Geruch sehr interessant. Ja, definitiv. Also das, da bleiben wir auch bei. Das ist, lass uns probieren. Zum Wohl. Für die Wissenschaft. Oh ja. Der kann was. Der schon. Gut, er ist natürlich jetzt noch ziemlich stark. Also, wenn man jetzt hier mal 5-6 Tropfen Wasser beipackt. Aber wir haben ja hier nur geringe Mengen drin. Ist also schnell verdünnt. Wesentlich runder. Rund, also wesentlich interessanter und besser als das vorherige Experiment. Schneid das raus. Eigentlich müsste es besser wissen, wir schneiden ja hier gar nicht richtig. Total gut im Abgang. Lang. Also ich würde sagen, maximal 8 bis 10 Tage noch. Der ist rund, der ist lang im Abgang, der ist, boah, der macht, der ist richtig schön, der ist warm im Abgang. Das ist tipptopp. Aber die 60%, also viel verloren hat er noch nicht. Ja. Ja, dann schauen wir mal, wie es in 5 bis 10 Tagen, vermutlich wieder in 8 Tagen, damit ausschaut mit den beiden Fässern, und dann holen wir euch wieder mit dazu. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist. In diesem Sinne, tschüss!